Cottbuser Loge zum Brunnen in der Wüste hat Cottbus geprägt. Ich nenne da nur einige hier in meinem Rücken Bürgermeister, die sehr aktiv werden. Zum Beispiel Karl Thiem, der Vater der Unfallchirurgie, hat hier ein Klinikum eröffnet, das heute noch seinesgleichen sucht, das größte Klinikum in Brandenburg. So eine Tradition kann man nicht einfach vergessen, das geht gar nicht. Wir stehen heute nach 65 Jahren Logenpause durch Dritte Reich, durch DDR, eigentlich am Neuanfang. Wir haben eigentlich 20 Logenmitglieder, die aber in alle Welt zerstreut sind. Sie besuchen uns zwar, sie kommen immer mal wieder, aber die Loge kann aus eigener Kraft zur Stunde noch nicht alleine arbeiten. In 5 Jahren wollen wir sicherlich da sein, dass die Loge hier in Cottbus wieder etabliert ist und dass sie aus eigener Kraft existieren und arbeiten kann. Aber das gelingt uns natürlich nur so über Gästeabende oder, wie ich jetzt geplant habe, über Cottbuser Gespräche.